Marco, wir haben weder Kosten noch Mühe gescheut, deine Lieblingsband aufzutreiben. Da hinter mir ist nämlich das Appenzeller Echo. Hallo zusammen. Hoi. Der Marco wohnt ja nur zwei Häuser weiter eigentlich von hier. Was ist das für einen? Ah, das ist ein Leihigen. Ein Leihigen? Also ein angenehmer heisst da. Oh, gut. Ja. Aber hast du nicht irgendein Geheimnis über ihn? Oh, dann machen wir es also wie beim Appenzellerkäse. Wir verraten nichts. Oh, ja gut, dann machen die Musik, weil die ist ja am schönsten, oder? Bring mal einen. Schatz ist kein Zucker, wir bin ich so froh, es hätte schon gegessen, jetzt haben wir halt noch. Mein Schatz ist kein Zucker, wir bin ich so Aber sind wir mal ehrlich, am Schluss hat das nicht nach Appenzeller Musik getönt, oder? Nein, das war irische Musik. Wir machen eben noch eine Mischung zwischen Appenzeller, wir spielen Appenzeller Musik und zwischendrin etwa ein Stück von allen anderen Volksmusikrichtungen. Aber jetzt müssen wir mal einen richtigen Appenzeller Brauchtum beibringen. Gehen wir mal schauen, oder? Ja. Und jetzt wird ich eingeführt in die Magie vom Talerschwingen. Josef, wie funktioniert das genau mit dem Talerschwingen? Eben, der Fünfliebe hat man so wie ein Steh, wo man übers Wasser wirft. Alle zwei und oben führt man mit dem Zeigefinger und dann aus dem Handgelenkhaus einfach die Wand noch auf dem Talerbecken. So, Marco, jetzt bist aber du dran mit dem Talerschwingen. Mal schauen, ob du das schaffst.